Amt in Niedersteinau. Abteilung Raubritter. Guten Morgen, Philipp. Moin. Sind Sie Herr Klapproth? Was? Sind Sie Herr Klapproth? Jetzt spinnst du komplett, was? Seit wie vielen Jahren kommst du zu mir ins Haus und bringst die Post? Seit 27 Jahren. Seit 27 Jahren und bekommst jedes Mal dein Schnäppchen. Und heute fragst du mich, ob ich Herr Klapproth bin? Na ja, das muss ich doch. Ist doch ein Einschreibebrief. Ja, dann. Du kannst nichts dafür. Du bist ein Beamter. Ja, also dann gestatten, dass ich mich vorstelle. Philipp Klapproth. Genügt dir das? Na ja, wenn du das sagst, Herr Klapproth. Wo steht denn der Schnaps? Ja, wo er seit 27 Jahren steht. Staatseigentum. Okay. Oh, ein Brief? Von wem? Von Peter. Von Peter? Erika! Erika, komm schnell! Ein Brief von Peter! Ich bin doch neugierig, warum mir der Bengel einen Einschreibebrief schickt. Sein Geld hat er doch am ersten bekommen. Was? Ist er krank? Im Gegenteil, der ist sehr munter. 20.000 Mark will er von mir haben. Was will er denn damit? Na, nun sag doch mal endlich etwas. Wozu braucht er denn das Geld? Für eine Klapsmühle. Eine was? Eine Irrenanstalt, Mutti. Irrenanstalt? Für eine Privatklinik für Leute, die nicht alle Tassen im Schrank haben. Er schreibt, es wäre eine Okkasion, eine einmalige Gelegenheit, Onkel. Ja, das kann man wohl sagen. Eine einmalige Gelegenheit. Philipp, nun reg dich doch nicht so auf. Du hast ihm doch versprochen, ihm eine Praxis einzurichten. Aber nicht für ein Narrenhaus! Aber wenn er doch nun mal Nervenarzt werden will. Außerdem ist das eine blendende Kapitalsanlage. Verrückte wird's nämlich immer geben. Du wirst nicht frech. Aber Onkel, ich hab doch nicht dich gemeint. Es klang aber so. Eigentlich ist doch sehr viel Schönes dran, armen und kranken Menschen zu helfen und für ihre innere und äußere Ruhe zu sorgen. Sie hatte grüne Augen, rote Haare und sie war von Joe die Braut. Sie war genau für mich die Frau, doch leider hat sie mich nur einmal angeschaut. Die grünen Augen und die roten Haare gingen mir nicht aus dem Sinn. Ich zog davon und wusste schon, der Blick der grünen Augen folgt mir, wo ich bin. Ich kam zurück nach vielen Jahren und diesmal war sie für mich frei. Schon lange hatte sie erfahren, ihr Joe war niemals treu. Sie hatte grüne Augen, rote Haare und sie wurde meine Braut. Sie war genau für mich die Frau
und niemals hat sie einen anderen angeschaut. Die grünen Augen und die roten Haare lassen mich nie wieder fort. Ich bleib mit ihr für immer hier, denn nur wo sie lebt, ist für mich auch mein Zuhause, ist mein Zuhause auf dieser Welt, wo sie mein Glück in ihren Händen hält. Das wär's. Jetzt ruht euch aus, damit wir uns heute Abend nicht blamieren. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. Na, hast du Nachricht von deinem Onkel? Hoffentlich schickt er die 20.000 Mark. Hoffentlich, meine Herrschaften, hoffentlich. Sie wissen, übermorgen ist der letzte. Der 15. Der letzte Termin. Wenn ich bis dahin nicht den Kaufpreis fürs Lokal habe, ist Feierabend. Dann können Sie Ihren Krach woanders schlagen, verstanden? Sie verkennen uns, Herr Labutte, Sie verkennen uns. Sie sollten sogar als Hausbesitzer heute Abend zur Eröffnung kommen. Ja, Sie werden sehen, die Leute, die stürmen uns das Lokal. Ich werde gar nichts sehen. Ich will auch gar nichts sehen. Das Einzige, was ein Hausbesitzer sehen will, ist Geld. Oh, wir auch. Darin sind wir uns völlig einig. Ei, weh. Ja, also nun meint nicht gleich, mein Onkel will mich schon nicht im Stich lassen. Schließlich hat er ja mein ganzes Studium finanziert. Ja, dein Medizinstudium, du falscher Sauerbruch. Was kann denn ich dafür, dass ich kein Blut sehen kann? Darum hast du dich auch auf Nervenheilkunde spezialisiert. Ja, da komme ich wenigstens nicht in die Verlegenheit, meinem Onkel einmal aus Dankbarkeit den Blinddarm herausnehmen zu müssen. Na, Hauptsache, er glaubt den ganzen Schwindel und kommt rüber mit den Kohlen. Kinder, es ist allerhöchste Zeit, in der Pension Schöller wird pünktlich gegessen. Fritzi, komm, deine Tante schimpft jedes Mal, wenn wir die Suppe kalt werden lassen. Oh, ich möchte mit Peter noch mal meine Schlager durchgehen. Eben. Naja, probiert nicht zu viel, hebt euch noch was für die Flitterwochen auf. Gott, bist du komisch. Komm, Fritzi, komm. Hast du nicht gehört, was Tommy eben gesagt hat? So Sachen überhöre ich prinzipiell. Ach, vielleicht hätten wir doch ein Engagement annehmen sollen. Was? Und immer wieder dieselben alten Schnulzen spielen? Nein, mein Engel. Dazu bin ich nicht jahrelang auf die Akademie gegangen. Dafür sitze ich nicht Nacht für Nacht auf, komponiere, arrangiere. Dazu baue ich mir nicht mühsam eine Band auf. Hier können wir wenigstens spielen, was wir wollen. Wenn es den Leuten gefällt und wenn wir Erfolg haben, dann geht's in unsere Tasche. Du wirst schon sehen. Mein Onkel, der macht das beste Geschäft seines Lebens. Er ahnt nur noch nichts davon. Hoffentlich ahnt er es nicht zu früh. Na, keine Sorge, Erika macht das schon. Wer ist Erika? Erika ist meine Cousine aus Dänemark. Ja, sie weiß über alles Bescheid und steckt mit mir unter einer Decke. Willst du dir es nicht noch mal überlegen, Philipp? Da gibt's gar nichts zu überlegen. Was glaubst du, wie der Junge sich freut, wenn ihm sein Onkel persönlich das Geld bringt? Aber die Frühjahrsbestellung, Onkel. Ja, die Frühjahrsbestellung. Ja, die Frühjahrsbestellung. Schließlich darf ich mich doch wohl noch überzeugen, in was für ein Unternehmen ich mein Geld stecke. Lächerlich, die zwei Tage. Aber bitte, Philipp, geh nicht so nah heran an die Verrückten. Glaubst du, sowas steckt an? Man kann nie wissen. Ja, bei dir schon. Hallo? Professor Schöller ist hier selbst. Pension Schöller ist ebenfalls hier selbst, ist doch logisch. Welche Pension meinen Sie denn? Die ich als ehemaliger Professor bekomme oder die, von der ich zurzeit lebe, als Besitzer der Pension Schöller? Na, wer ist denn da überhaupt? Störungsstellen, das hätte ich mir denken können. Sie wollen meine Leitung überprüfen. In meiner Leitung ist alles in Ordnung. Wenn in meiner Leitung etwas nicht in Ordnung wäre, dann würde ich das ja wohl als Erster bemerken. Also in meiner Leitung zwitschert es. In Ihrer vielleicht, in meiner bestimmt nicht. So etwas. Unglaublich. Ach. Hallo. Wieso kommen Sie auf Mozart? Hier spricht Professor Schöller. Ich bin falsch verbunden, aber warum rufen Sie dann überhaupt hier erst an? Herr Professor, ja. Ein neuer Gast ist eben eingetroffen. Ja, wo denn? In der Pension, Herr Professor. Ja, in welcher Pension? Nein, Ihrer, Herr Professor. In meiner Pension, das ist ja logisch. Danke, ich komme sofort. Der Herr Professor kommt sofort. Ist gut, mein Kind. Mahlzeit, Herr Professor. Ja, gleichfalls. Salut! Wie bitte? Hans Hannibal.
Oh ja, wenn ich mich recht erinnere, war das der, der mit den Alpen über die Elefanten zog. Alias Josephine Krüger. Ah, jetzt verstehe ich. Sehr angenehm. Mein Name ist Professor Friedrich Schöller. Hans Hannibal ist natürlich nur mein Künstlername. Ach so, ach so. Übrigens, haben Sie meine letzten Bücher gelesen? Ja. Der Schleier zerriss und das Schicksal greift nach Hannelore. Ja, ich greife ja fast täglich nach Hannelore. Das freut mich, das freut mich. Ich spüre das Leben in mich auf, wo ich es treffe. Ich bin nicht nur Dichterin, sondern auch Psychologin. Ich blicke tiefer, ja manchmal durch und durch. Lassen Sie sich anschauen. Mhm. Sie sind unmusikalisch. Ich habe niemals das Gegenteil behauptet. Wie fast alle Professoren. Was sind Sie? Professor der Musik. So, wie? Ja, ich war ein bedeutender Musikpädagoge. Umso schlimmer für Sie. Haben Sie mir ein ruhiges Zimmer reserviert? Selbstverständlich. Bitte, wenn Sie sich hinaufbemühen wollen. Bitte schön. Oh, darf ich bekannt machen, das ist Fräulein Alias Josephine Krüger und das ist meine Schwester Amalie, der sorgende Geist dieses Hauses. Sie werden sich bei uns bestimmt wohlfühlen. Ja. Ja. Das ist nicht so wichtig. Ruhe, Ruhe brauche ich. Für einen geistig arbeitenden Menschen bin ich sehr lärmempfindlich. Oder werden Sie sich bei uns wie im Paradies fühlen? Danke. Bitte. So was Ungeschicktes. Keine Aufregung, Herr Kiesling. Ich lasse Ihnen sofort eine frische Suppe bringen. Aber ich bitte Sie. Sagen Sie, ist Fritzi mit Ihnen gekommen? Nein, ich glaube, sie probt noch. Sie hat doch heute Abend Ihren ersten öffentlichen Auftritt. Wollen Sie sich das wirklich nicht anschauen? Mich kriegt keiner in solche Lokale. Wenn sie sich noch lange da herumtreibt, da wird kein anständiger Mann Sie mehr heiraten. Vielleicht legt sie gar keinen Wert darauf. Was, auf einen anständigen Mann? Nein, aufs Heiraten. Herr Kiesling, versündigen Sie sich nicht. Fritzi ist jetzt 22 und sie ist noch nicht verheiratet. Mit 22 hatte ich bereits den dritten Heiratsantrag hinter mir. Amalie! Entschuldigen Sie mich bitte. Aber bitte sehr. Hast du mit diesem Herrn Kiesling schon wieder vom Heiraten gesprochen? Na, und wenn schon? Ich verbitte mir das. Es ist förmlich eine Manie von dir. Wir leben doch nicht mehr im vorigen Jahrhundert. Du machst dich vor allen Leuten lächerlich. Ich tue nur meine Pflicht als Tante von Fritzi. Hilfe! Hilfe! In meinem Badezimmer sind wilde Bestien! Hier, hier, bitte, kommen Sie! Kommen Sie! Ja. Sehen Sie, sehen Sie! Schauen Sie sich diese Meute mal an! Das sind doch meine zwei jungen Freunde vom Amazonas! Die sind doch völlig harmlos. Ja, bis sie mich aufgefressen haben. Ich bitte Sie. Ich habe mich dutzende Male mit Ihnen fotografieren lassen und nie ist etwas passiert. Ja. Außerdem kommen Sie morgen in den Zoo. Ja, aber gnädigste, das ist doch Herr Bernhardi, der bekannte Großwirt und Unterwasserjäger. Er wohnt immer gern bei uns, er ruht sich ein bisschen aus von seinen weiten Reisen. Ja. Trotzdem, der Gedanke, mit den Bestien Wand an Wand zu wohnen, macht mich rasend. Na, selbstverständlich bekommen Sie ein anderes Zimmer, einen Raum, ist ja logisch. Bitte, das Gepäck des gnädigen Fräuleins kommt nicht auf Zimmer Nummer 9, sondern bitte hier auf Zimmer Nummer 6. Darf ich bitten? Oh, Herr Zarin, ja, wie ist das Befinden des werten Herrn Partners? Leider schlecht, Herr Professor. 16 Stiche hat er und 12 sind erst genäht. Immer im Training, genau wie wir Musiker. Ja. Bitte, meine Damen. Darf ich bitten, gnädiges Fräulein? Danke, Amalie. Bitte. Mhm. Haben Sie den Mann da gesehen? Herrn Zarini? Mhm. Natürlich. Der stirbt bald. Meinen Sie? Ja, ja. Ich bin ja Psychologin, ich blicke ja tiefer. Ja, möglich wäre es. Er ist ja Messerwerfer. Ach, er ist der, nach dem geworfen wird? Nein, nein, er ist der, der wirft. Der, nach dem geworfen wird, der liegt momentan im Krankenhaus. Ist ja logisch. Ja, trotzdem stirbt er bald. Und nun an die Arbeit. Bitte sehr, meine Gnädige. Das ist also wirklich hier unser ruhigstes Zimmer. Hier können Sie ganz ungestört arbeiten. Was ist denn das? Das ist Herr Zarini. Noch lebt er ja. Er übt zuweilen. Da soll sich ein Mensch konzentrieren können. Ja, gebe ich Ihnen vielleicht doch ein anderes Zimmer. Vielleicht Nummer 2. Die Koffer lasse ich schon hinüber transportieren. Und in der Zwischenzeit steht Ihnen unser schönes Arbeitszimmer, Schreibzimmer zur Verfügung. So? Und hier können Sie nun wirklich in aller Ruhe arbeiten. Was ist denn das? Das ist mein Neffe Eugen Rümpel. Der lernt eine Rolle. Sie werden sofort zur Ruhe weisen. Beirr nicht, aber nöb nicht übernistet der Nautretor Frevner, Niebe, Verneitung, Neider, Nester, aber nacher, Nuss! Was fällt dir denn ein, solchen Radau zu machen? Warum bist du denn nicht im Büro? Weil ich noch hier bin. Ich habe noch eine Stunde Zeit und die finde ich mit Sprechübungen aus. Ja, aber doch nicht so laut. War das zu laut? Ja, etwas leise. Bitte bin ich leise. Verscheuchst mir alle meine Gäste. Das wollte ich nicht. Neiße, Nüsse, Nüsse, die langen Nocken. Ein grausiger Schrei
schallt von den hohen Marmorwänden. Ach, das ist großartig, das schreibt. Verzeihen Sie vielmals, gnädiges Fräulein. Mein Name ist Eugen Rümpen. Ich wollte mich nur bei Ihnen entschuldigen. Ja, warum denn? Weil ich Sie soeben mit meinen lauten Deklamationen belästigt habe. Ich will nämlich Schauspieler werden, jugendlicher Händ. Aber mein Onkel, Herr Schöner, erteilt mir nicht die Erlaubnis. Ich denke, er heißt Schöller. Ja, freilich, das sage ich ja. Schöner, mit N, wie Ludwig. Gnädig nicht, dieser kleine Buchstabe, fände mir so entsetzlich schwer. Und deshalb verlangt mein Onkel auch, dass ich Angestellter in der Filiale der Zentralbank bleibe. Ach, das ist ein uraltes, psychologisch sehr aufschlussreiches Problem. Mhm. Aber bitte, wollen Sie sich nicht ein bisschen zu mir setzen? Oh, sehr liebenswürdig. Ich hole mir nur einen Stuhl. Wollen Sie vielleicht noch etwas mehr psychologischen Aufschluss? Ja, bitte, bitte, erzählen Sie weiter. Sie müssen nämlich wissen, ich spüre dem Leben nach. Dem Leben? Herrlich. Also, nauschen Sie. Ich füge mich nämlich nur scheinbar dem Willen meines Onkels und behandle die Stellen bei. Aber heimlich, still und leise, nehme ich Schauspielunterricht. Mein Lehrer behauptet, ich hätte gewandtiges Talent. Ja, augenblicklich nicht. Lerne ich gerade den Philipp aus Don Carlos. Mhm. So allein, Madame. Und keine Dame zur Begleitung? Ach, Schinder. Für Schinder lasse ich mein Leben, aber ich liebe auch Kneist, Nessing und Selma Lagerlöf. Finden Sie nicht, dass ich kolossale Ähnlichkeit mit Winnie Birgen habe? Ja, doch, wenn man etwas näher hinsieht, schon. Aber bitte erzählen Sie weiter. Ich blicke bereits tiefer. Sie sollen noch tiefer blicken. In Bände will ich einmal öffentlich auftreten. Und fallen durch. Durchfallen? Na, erlauben Sie mal. In meinem Roman fallen Sie durch. Oh ja. Ich lasse Sie alle Stadien des Elends durchleiden, bis Sie schließlich Ihren großen Durchbruch haben und ein bekannter und weltberühmter Künstler werden. Oh. Ihr Vormund wird Sie gerührt in die Arme schließen und Ihnen sein Liebstes geben. Sein Schenno. Aber nein. Seine Tochter Lilly. Nini? Aber er hat gar keine Nini. Ach, das spielt doch keine Rolle. In meinem Roman hat er eine. Hotel Bristol. Für Sie bitte. Hallo! Hier ist Onkel Philipp. Ja, mein Junge, ich bin da. Na? Ist das eine Überraschung? Ja, ja, Onkel Philipp. Oh, doch, 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 gewiss freue ich mich. Riesig. Riesig, ja. Gewiss doch, Onkel. Mhm. Bis gleich. Na, nun komm doch schon. Erst holst du uns hier ab, damit wir ja nicht zu spät kommen und jetzt trödelst du herum. Der Onkel ist da. Na, großartig. Hat er das Geld gleich mitgebracht? Ja, das weiß ich nicht. Jedenfalls will er mich sofort sehen. Was jetzt? Aber um 8 Uhr müssen wir doch anfangen. Eben. Na, nun kommt schon. Es ist allerhöchste Zeit. Ja. Da ist er ja. Onkel Philipp. Es ist wirklich eine Überraschung. Nicht wahr? Na, wie geht's dir denn, mein Junge? Ja, es geht so. Ja. Ah, da staunst du, was? Groß geworden, Erika. Ja, mächtig gewachsen. So, und jetzt machen wir Programm für heute Abend. Ja, weißt du, Onkel, ich... Ich weiß, das Geschäftliche besprechen wir morgen. Heute wollen wir erstmal ordentlich auf die Pauke hauen. Na, schieß los, mein Junge, wo kann man sich hier ein bisschen amüsieren? Onkel, es tut mir schrecklich leid, aber ich kann heute nicht. Ich muss zu einer Operation. Um Himmels Willen, was fehlt dir denn? Also, natürlich, ich verstehe, du operierst. Ja. Was denn? Großhirn, Kleinhirn? So dazwischen. Ah, da kann man natürlich nichts machen. Schade, hätte sich mal ein bisschen zerstreuen können, aber natürlich, der Beruf geht vor. Tja. Was ist denn mit dir los? Oh, ich bin müde. Ist ja großartig. Ich meine, ich kann das verstehen. Ich bin auch müde. Plötzlich müde. Ja, Feder, dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Ja, Erika, weißt du was? Seien wir lustig, gehen wir schlafen. Hol nur noch etwas Bettlektüre. Ja. Du, ihr habt mir aber einen schönen Schreck angejagt mit eurem Kommen. Ja, ich habe alles versucht, aber der Onkel war nicht abzuhalten. Ja, hat er wenigstens das Geld? Ja. Aber wozu brauchst du das viele Geld denn nun wirklich? Nur eine einmalige Chance. So billig bekomme ich nie wieder ein eigenes Lokal. Wenn es nur halbwegs gut geht, zahle ich dem Onkel schon in ein paar Monaten das Geld zurück. Mit Zinsen. Ach, Zahlmensch. So wie er im Bett liegt, komme ich und schaue mir das Lokal an. Na wunderbar, ist gleich gegenüber. Es heißt bei uns. So, Erika, jetzt gib dem Herrn Vetter schön Pfötchen. Guten Nacht, Erika. Nacht, Peter. Guten Nacht. Wir, mein Junge, wir sehen uns morgen beim Frühstück. Ja, ja. Schlaf recht gut, Onkel. Darauf kannst du dich verlassen. Gut. Guten Nacht. Komisch, dass man plötzlich so müde wird. Ja, ulkig.
Meine Augen, die fallen auch schon zu. Erika, schläfst du schon? Ja, Onkel, beinahe. Ich auch. Ich bin völlig zerschlagen. Ja, dann gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht, Onkel. Sag nicht ja, sag immer nur vielleicht. Denn vielleicht hast du damit erreicht, wenn ein Mann dir gefällt, dass er dir nur allein die Treue hält. Sag nicht ja, sag immer nur vielleicht, weil ein Mann vielleicht zu viel erreicht, wenn dein Mund ja gesagt und dabei hast du nicht dein Herz gefragt. Oft genügt dein Blick im Vorübergehen und in dir erwacht ein Gefühl und du glaubst dem Glück vis-à-vis zu stehen, doch am Ende war alles nur Spiel. Sag nicht ja, sag immer nur vielleicht. Ich muss ja erst lesen. Denn vielleicht hast du damit erreicht, wenn ein Mann dir gefällt, dass er dir nur allein die Treue hält, dass er dir nur allein die Treue hält. Bist du wahnsinnig geworden? Noch nicht, aber bald. Mein Onkel ist da. Na, das wissen wir doch bereits. Nein, nein, hier in der Bar ist er. Ich denke, er liegt im Bett. Ja, ich auch. Immer diese älteren Herren. Wo sitzt er denn? Gleich vorne am Podium. Der mit dem markanten Profil. Du meine Güte, das habe ich ja ganz vergessen. Erika! Was ist denn mit der schon wieder? Kommt die etwa auch hierher? Ja, ich habe sie eingeladen. So, so. Jetzt weiß sie nicht, dass der Onkel da ist. Ja, ist gar kein Problem, die übernehme ich. Wie sieht sie denn aus? Wenn man Peter glauben darf, genau wie der Onkel in Jung. Hat sie auch so ein markantes Profil? Nein, das nicht, aber ein Dutt oder Zöpfe mit Schleifchen. Und wahrscheinlich trägt sie dicke Wollstrümpfe und so weiter. Oh, entschuldigen Sie vielmals, aber ich habe Sie verwechselt. Sie sind einen guten Bekannten von mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Wirklich? Ja, er sieht genauso aus wie Sie. Das ist ja gar nicht möglich. Ja, er ist groß, unglaublich charmant, ein Weltmann, vom Scheitel bis zur Nase.
Sie scheinen etwas von Männern zu verstehen, meine Dame. Aber ist Ihr Bekannter, den Sie da erwarten, nicht am Ende ein eifersüchtiger Gatte? Nein, wirklich nicht. Er ist nur ein guter Bekannter. Und ich bin auch ein Fräulein. Oh, das freut mich, mein Fräulein. Darf ich Ihnen, bis Ihr Bekannter kommt, die Zeit vielleicht mit einem Gläschen Sekt vertreiben? Sehr gern, aber bitte nicht hier. Lieber an der Bar. Frau Klemke, ist die Cousine vom Chef schon hier aufgetaucht? So eine doofe Primel mit Zöpfchen und Wollstrümpfen und wahrscheinlich zugeknöpft bis zum Hals? Ich glaube nicht. Doofe Primel? So was stand eben vor der Tür, hat aber verkehrt gemacht. Ohlala. Was ist denn mit dem Mädchen? Sie soll bloß wegbleiben, ihr Onkel ist nämlich hier und wenn der sie erwischt... Das ist doch nicht möglich. Oh, Sie glauben gar nicht, was alles möglich ist, mein gnädiges Fräulein. Zum Beispiel, dass so eine entzückende Frau wie Sie hier hereinkommt und noch dazu allein. Auf sowas wie mich haben Sie doch sicher schon lange gewartet, stimmt's? Schon seit Jahren. Das habe ich gewusst. Darf ich bitten? Danke, ich warte lieber noch ein paar Tage länger. Schade. Trotzdem dürfen Sie mich begleiten. Ich bin nämlich so entsetzlich neugierig. Auf mich? Nein, auf das Lokal. Oh. Zwei Glas Sekt, bitte. Blumen gefällig? Oh, ja. Oh, die sind aber schön. Danke sehr. Hier. Schon gut. Dankeschön, Herr. Na, wo bleibt der Sekt? Schön, Herr. Gehen wir an die Bar? Nein, da ist's mir zu voll. Kommen Sie. Hier. Sehen Sie, jetzt hat diese alberne Dorfamsel doch etwas Gutes bewirkt. Wir haben uns kennengelernt. Wer weiß, vielleicht bereuen Sie das nochmal. Nie. Am Ende ist diese Dorfamsel viel netter als ich. Oh, lächerlich, eine ganz trostlose Spinatwachtel. So? Herr Kiesling, der Chef fragt nach Ihnen. Ich komme sofort. Ja. Leider muss ich mal wieder ein bisschen Musik machen. Sie sind aber vielseitig. Aber Sie kommen doch wieder zurück, nicht? Und ob? Sie werden sehen, in welchem Tempo ich die Nummer herunterspiele, nur um möglichst schnell wieder bei Ihnen zu sein. Mein Neffe, wenn uns jetzt sehen könnte, der würde sich schön ärgern, dass er nicht mitgekommen ist. Einen Neffen haben Sie auch? Ja, er ist ein toller Bursche. Ein richtiger Casanova. Ein Casanova, so, so. Ja, ja, das liegt bei uns in der Familie. Was Sie nicht sagen. Und dabei enorm tüchtig. Im Augenblick ist er gerade bei einer sehr schweren Operation. Alles in Butter. Dein Onkel sitzt an der Bahn, verführt deine Braut. Deine Cousine, die Pampelmuse, kommt nicht. Und ich habe mich verliebt in eine Frau. Zucker, sage ich dir. Alles dran. Na, zufrieden? Ich kann mich vor Freude kaum fassen. Spielt mal eine Weile ohne mich. Ich brauche einen Cognac. Ja, aber sofort, Herr Harriet. Aber notiert. Natürlich, Herr Harriet. Prost, Herr Chefarzt. Prost, Herr Nägel. Erika! Ja, aber mach den Mund zu. Du, ich gratuliere dir, dein neues Lokal sieht ja fantastisch aus. Okay. Erik. Aber ich verstehe nicht, mein Freund Tommy hat mir doch eben noch gesagt... Mein Freund Tommy ist ein Trottel, wenn auch ein Netter. Was machen wir bloß, dass der Onkel nicht sieht? Der muss unter allen Umständen verschwinden. Und ich mache mich unsichtbar. Nanu! Oh, guten Abend, Onkel, da bist du hier. Stell dir vor, die Operation ist verschoben. Ja, das ist schon das fünfte Lokal, wo ich dich suche. Das ist wohl der junge Casanova. Das ist mein Neffe Peter. Angenehm, Klapprot. Sehr angenehm. Wir haben uns schon richtig angefreundet, nicht wahr, Onkelchen? Sehen Sie mal. Mein Onkel hat's ja. Wir bringen jetzt noch eine Flasche Sekt. Aber nein, Onkel, hast du eine Ahnung, was das hier kostet? 25 Mark die Flasche, ist doch ein richtiges Nepp-Lokal. Wollen wir nicht lieber woanders hingehen? Nein, warum? Ich finde es reizend hier. Zerbrich dir doch nicht über andere Leute Geld in den Kopf. Die 20.000 Mark bekommst du trotzdem. Was wirklich, Onkel? Ja, unter einer Bedingung, dass du mir den Laden, den du dir zulegen willst, morgen vorführst. Eine Anstalt für Verrückte bekommt man nicht alle Tage zu sehen, ne? Du willst, weißt du, Onkel, als Laie ist das... Ah, aber bezahlen darf man als Laie, was? Nö, nö. Ich möchte mich schon orientieren, ob sich die Verrückten auch rentieren. du, aber ich weiß wirklich... Keine Widerrede, mein Junge, ich bin Landwirt. Erst die Ware auf den Tisch und dann das Geld.
Was machen Sie denn plötzlich für ein Gesicht? Und wo haben Sie eigentlich Ihre Dame gelassen? Wen? Na, das Mädchen, das Sie eben geküsst haben hier im Saal. Hat ihr? Hm. Hast du? Vor allen Leuten? Na, was habe ich gesagt? Ein toller Bursche. Hm. Hol sie doch her, die Kleine. Darf ich bitten? Bedauer, ich kann nicht. Was? Nicht tanzen? Aber das gibt's doch gar nicht. Aber das lernen Sie bei mir im Handumdrehen. Eins links, eins rechts, eins links, eins rechts. Wo ist die Kleine denn? Die tanzt da irgendwo. Ja, zeig sie mir doch wenigstens mal. Erika! Na, warte du, Fratz! Glauben Sie vielleicht, ich will Ihnen mit der Zeche durchgehen, wie? Ich glaube gar nichts. Ich bin ein alter Nachtlokalkellner. Haben Sie wohl das Datum mitgerechnet, wie? Erlauben Sie. Hier. Du willst mir doch nicht weismachen, dass das deine Cousine vom Lande war. Ich schwöre es. Ha. Ich war ja selbst erstaunt. Ja, ich staune auch, dass du mich für so dumm hältst. Na, glaubst du, dass mein Onkel irgendeinem wildfremden Mädchen nachläuft? Na, warum nicht? Er scheint doch bei euch in der Familie zu liegen. Friederike! Gratuliere, der Onkel ist weg. Ja, meine Fritzi auch. Ja, die siehst du bald wieder. Meinem Onkel auch. Er will nämlich morgen meine Irrenanstalt besichtigen. Das ist doch großartig. Was will er? Sie besichtigen. Ohne Verrückte kein Geld, hat er gesagt. Verrückte gäb's ja genug, aber eine Anstalt. Irgendwo kriegen wir bloß eine Irrenanstalt her, sonst sind die 20.000 Mark im Eimer. Tja, woher? Ich hab's. Lade deinen Onkel für morgen Abend in die Pension Schöller ein. Warum? Na ja, morgen ist doch Montag, da haben wir hier sowieso geschlossen. Bitte. Was hast du vor? Frag nicht zu viel, lade ihn ein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein lieber Gast von uns, Herr Kiesling, möchte uns heute Abend eine kleine Tanzunterhaltung bieten. Selbstverständlich ist jeder von Ihnen, sofern er nichts Besseres vorhat, herzlichst dazu eingeladen. Bravo! Danke sehr, meine Herrschaften, danke. Mon Dieu, da muss ich mich ja noch umziehen. Aber bitte sehr. Oh, danke vielmals. Ach, ich muss sagen, das war wirklich eine reizende Idee von Ihnen. Charmant, charmant. Peter, ja, hör mal. Sag mal, kommt dein Onkel wirklich heute Abend? Ach ja, leider, leider. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Er lässt nicht locker. Er will unbedingt meine Irrenanstalt sehen. Irrenanstalt? Ich habe eine. Du hast. Irrenanstalt wo? Na hier, wir sagen ihm die Pension Schöllerbeer eine. Ach, du bist doch. Ja, ich nicht, aber die anderen. Zumindest werden wir so tun, als wären sie es. Was, und du glaubst wirklich, mein Onkel wird die alle für... Na, warum eigentlich nicht? Hast ja recht. Wenn wir die Leute so näher ansehen, so haben sie alle mehr oder weniger einen Tick. Wenn wir jetzt meinem Onkel einreden, dass es Verrückte sind, dann hält er sie vielleicht auch dafür. Wir werden ihm noch dazu sagen, dass es sich um leicht Verrückte handelt, denen man es nicht ansieht, dass sie spinnen. Ja, erstes Stadium. Ja, das glaubt er uns. Bestimmt. Ja. Du wirst sehen, es kann überhaupt nichts schiefgehen. Ja, wirklich eine reizende Idee, meine Herren. Was für eine Idee? Na, die, mit Ihrem Tanz- und Unterhaltungsabend für meine Gäste. Ach so, ja. Oh, ja. Zu Ehren von Herrn Klapproth, dem Onkel von Peter. Aha. Herr Klapproth wollte nämlich heute Abend herkommen und sich die Pension mal ansehen. So. Nicht wahr, Peter? Ja, ja, vielleicht sogar als zukünftiger Stammgast. Er kommt nämlich sehr oft hierher in die Stadt. Das wäre aber sehr liebenswürdig, wenn Sie dann Ihrem Onkel meine Pension empfehlen würden. Vielleicht allerdings hat er zu große Ansprüche. Oh, glaube ich nicht. Er ist ein alter Junggeselle. Ja. Gut, da werde ich mich ein bisschen um ihn kümmern. Amalie. Entschuldigung, Amalie. Na, das lässt sich doch großartig an. Ja, wenn es nur gut geht. Bestimmt. Also dann bitte.
Jungs, wenn ich euch ein Zeichen gebe, dann legt ihr richtig los und spielt einen Tuschstufe Fis A S S Akkord, ja? Aber irrst du dich auch nicht? Das klingt doch grauenhaft. Das soll es auch. Friederike! Du, ich flehe dich an, sei bitte nicht mehr böse. Das Mädchen von gestern Abend, das war wirklich meine Cousine. Und wann hast du sie das vorletzte Mal geküsst? Ach, das ist schon so lange her, da war ich sicher noch so. Da hatte ich bestimmt noch kurze Hosen an. Bitte, sei wieder lieb, ja? Und jetzt verschwinde. Warum denn das? Weil gleich mein Onkel kommt, der darf dich hier nicht sehen. Tommy und ich, wir wollen nämlich. Am besten ist, du spielst Peters Onkel bei passender Gelegenheit was vor, damit er sieht, was du kannst. Okay, Chef, ich werde dich nicht blamieren. Ich serviere deinem Onkel eine Nummer, dass er denkt, der Urwald brüllt. Wer brüllt? Der Urwald. Na ja, du hast doch Perry deinem Onkel empfohlen. Ich habe ihn. Oh ja, er sucht dringend einen sehr guten Posaunisten für seine Schallplattenproduktion. Mit Vertrieb in Amerika. Oh, ich könnte die Füße küssen. Ja. Du wirst es nicht bereuen. Gut, gut. Was soll denn das schon wieder? Na, ein verrückter Mehr für deinen Onkel. So. Guten Abend, Onkel. Danke, ich mach das schon. Du wirst bereits erwartet. Was, du bist auch mitgekommen? Ja, warum denn nicht? Na, ich weiß nicht, ob das gerade das richtige Milieu für ein junges Mädchen ist. Ja, wieso? Ist das hier? Junge, warum hast du mir das nicht eher gesagt? Dann wäre ich doch allein gekommen und wir beide hätten auf die Pauke gehauen. Onkel, ich muss dich leider enttäuschen. Das ist hier die Irrenanstalt. Was? Ja. Ich habe dir vorher nichts gesagt, weil ich dachte, du würdest an das Angst nicht kommen. Tatsächlich? Mhm. Und ich habe schon geglaubt, dein ganzer Plan mit dem Irrenhaus wäre ein glatter Schwindel. Wo, Onkel? Ich werde doch nicht ausgerechnet dich. Wo sind denn die Verrückten? Psst, du bist nicht so laut. Und lass dir nie anmerken, mit wem du es hier zu tun hast. Die Patienten müssen immer glauben, sie wären in einer richtigen Pension. Darin besteht ja die Behandlung. Ich schweige wie ein Grab. Ja. Das ist die Gummizelle. Onkel, das darfst du doch nicht, hier aufmachen. Hallo. Ich verstehe. Damit es nicht so auffällt, steht privat dran, dass ich sehr gut private Gummizelle. Ja, dann gibt's wohl doch ein paar ganz gefährlich geisteskranke. Nein, Onkel, die sind alle völlig harmlos. Nur wenn man ihnen widerspricht, dann werden sie leicht rabiat. Darum merke dir eines, immer recht geben, nie widersprechen. Ach, ich werde mich hüten, das weiß doch jedes Kind. Ja, und noch etwas wollte ich dir sagen, sprich mit dem Professor nicht über den Verkauf. Wenn der alte Fuchs merkt, dass du mein Geldgeber bist, dann macht das wahrscheinlich noch teurer. Na ja, wem sagst du das? Tja, Erika, meinst du wirklich, dass deine Nerven das aushalten? Ja, meine Nerven sind prima, wenn Peters nur halb so gut sind. Ja, dann komm bitte. Onkel, das ist nur das Orchester. Das ist auch alles. Na, das war nur so ein kleines Auflackern. Komm bitte. Ja, aber meine Herren, was war denn das? Opus 74 von mir. Ist das der Professor? Mhm. Also, nichts gegen Ihre kompositorischen Fähigkeiten, aber da muss man auch schließlich vorbereitet sein, nicht? Aber mein lieber Herr Professor, lassen Sie die Leutchen doch. Ich fand es recht originell. Herr Klapproth, wenn ich mich nicht irre? Ganz recht. Angenehm. Herr Professor, ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Peter hat mir schon so viel von Ihrem irrsinnig interessanten Haus erzählt. Hoffentlich fühlen Sie sich auch bald hier wie zu Hause. So weit ist es bei mir noch nicht. Was ist denn? Und das ist meine Nichte Erika. Ja, willkommen, mein Kind. Dank. Und das ist Herr Kiesling. Sehr begabt, junger Freund. Sehr Einer begabt. Unserer Gäste und mein besonderer Schützling. Mit Recht, Herr Professor, mit Recht. Allerdings immer lustige Streiche im Kopf. Oh, wo denn sonst? Na, Erika, sag du dem lustigen Herrn Kiesling auch einen schönen guten Tag. Dieser komischen Spinatwachtel? Wie bitte? Erika, nimm dich zusammen. Herr Kiesling weiß schon, wie es gemeint ist. Die jungen Leute von heute haben manchmal einen etwas rauen Ton an sich, ist ja logisch. Aber wollen wir beiden Älteren uns nicht ein bisschen unterhalten, bis alles vorbereitet ist? Sehr gerne, Herr Professor. Wenn ich bitten darf. Starten? Bitte sehr. Können Sie mir die Spinatwachtel noch mal verzeihen? Die Wachtel vielleicht, aber den Spinat nicht. Na, dass Sie das sind, das Kleid gestern und das Kleid heute, das ist ein Unterschied. Ja, aber was drinsteckt? Das ist das Gleiche. Ich
wäre nie auf den Gedanken gekommen. Ich bin ein Trottel, ein Vollidiot. Ihren soll man nie widersprechen. Ah. Selbstverständlich, Herr Klapproth, bin ich immer bestrebt, meinen Pensionären das Leben in meinem Hause so angenehm wie möglich zu machen. Wenn es Sie interessiert, werde ich Ihnen das Haus einmal vielleicht im Laufe des heutigen Abends zeigen. Interessiert mich sehr, deshalb bin ich ja gekommen. Wir haben vorzügliche Verpflegung, reizende Zimmer, jedes Zimmer selbstverständlich mit Bad oder mit Dusche. Dusche, kalte Dusche. Ja. Ich glaube, Sie können ganz unbesorgt mein Haus Ihren werten Freunden und Verwandten empfehlen. Verlassen Sie sich drauf, ich werde es manche meiner werten Freunde und Verwandten wärmstens empfehlen. Vielen herzlichen Dank, Herr Klapproth. Und wann werden Sie das erste Mal hierher kommen? Ich? Ja, wenn Sie sich rechtzeitig anmelden, ist es ganz klar, dass ich Ihnen dann eines meiner besten Zimmer reserviere. Oh, das ist ja logisch. Ah, absolut logisch. Ja, ich werde Sie dann auch nicht dem Personal überlassen. Nein, dann werde ich mich schon selbst um Sie kümmern. Das ist ja reizend, das kann ich ja gar nicht annehmen, Herr Professor. Jetzt. Aber ganz unter uns bleiben. Wir dürfen keinem Menschen etwas davon sagen. Selbstverständlich nicht. Herr Klapproth, Ihnen würde ich im Preis entgegenkommen. Wie denken Sie über 25 Mark pro Tag mit allem drum und dran? Mit allem drum? Und dran. Mhm. Inklusive Dusche und Massage. Ja, natürlich können Sie eine Massage haben. Ich zum Beispiel nehme ja jeden Morgen ein, und zwar eine Kopfmassage. Ah ja, manche Menschen brauchen das. So. Ja? Die Dame von Nummer 12 hat wieder ihren Anfall. Habe ich mir es doch gedacht. Hat die das oft? Ja, sie leidet ja geradezu daran. Da hilft nur Niederschlagen. Wie? Ich meine, etwas Niederschlagendes. Oh, ja. Das ist ja für meine... Wenn meinen Pensionären etwas passiert, bin ich immer ganz konfus. Bitte schön, das ist für die Dame in einem halben Glas Wasser aufgelöst. Ja? Jawohl. Herr Klapproth, wollen Sie auch einen? Nein. Warum? Nein. Prophylaktisch? Nein. Ja, das hilft immer. Darf man näher treten? Ja, aber natürlich, komm nur, das ist Herr Klapproth, ein sehr fideles Haus. Das habe ich schon feststellen können, wird übrigens auch bei uns wohnen. Darf ich Sie mit meiner Schwester Amalie bekannt machen? Angenehm. So, und jetzt werde ich versuchen, einen guten Tropfen für uns beide zu finden. Ja, entschuldige. Bitte. Hoffentlich fühlen Sie sich wohl bei uns. Ah, bis jetzt kann ich nicht klagen. Wie ich hörte, sind Sie Junggeselle. Ja. Fühlen Sie sich da nicht manchmal recht einsam? Das habe ich bis jetzt gar keine Zeit. Haben Sie noch gar nicht daran gedacht, sich zu verheiraten? Nein, nie. Sie brauchen doch nur den kleinen Finger auszustrecken. Ein Mann wie Sie, so hübsch und so ansehnlich. Oh. Doch, doch. Ein kleines Schnäpschen gefällig? Ja, da sage ich nicht nein. Sprich doch ganz vernünftig. Abwarten. Kennen Sie meine Nichte schon? Leider hatte ich noch nicht den Vorzug. Sie ist schon heiratsfähig. Ach, was Sie nicht sagen. Herr Klapproth, natürlich werde ich Sie nicht einem jungen Springinsfeld anvertrauen. Oh, das wäre aber auch leichtsinnig. Aber wenn einmal ein seriöser Mann käme, dem man Sie anvertrauen könnte. Sie verstehen doch, was ich meine. Natürlich. Bin doch nicht auf den Kopf gefallen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie es mich freut, endlich mal einem vernünftigen Mann zu begegnen. Das kommt hier wohl nicht alle Tage vor, was? Wenn es Ihnen recht ist, stelle ich Ihnen mein Häschen einmal vor. Wen stellen Sie mir vor? Mein Häschen. Ach so, Ihr Häschen. Ja, her mit dem Häschen. Wissen Sie, ob meine nicht in Ihrem Zimmer ist? Ich glaube nicht, gnädige Frau, aber ich sehe gleich mal nach. Danke. Bitte bemühen Sie sich. Ja? Na nu, was ist denn mit dir los? Ich bin ein Idiot. Dann bist du hier völlig richtig. Was hat er denn? Der ist geistig etwas zerrüttet. Wie schade, so ein junger, hoffnungsvoller Künstler. Kannst du dir das vorstellen? Das ist die Frau, die ich liebe. Ach, sie? Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie ist auch ein Schatz. Nicht wahr, Erika? Was tät ich ohne dich? Hm? Peter! Fritzi, bist du wahnsinnig geworden? Der Onkel! Sag bloß nicht, das wäre auch eine Cousine. Ja, aber natürlich ist es eine Cousine. Jetzt komm, aber schnell! Also, das ist deine zweite Cousine. Nein, das ist die erste, die von gestern. Ach, du bist auch von gestern, dass du mich für so dämlich hältst. Aber wenn ich dir doch sage, es ist ein und dieselbe. Ach, nun denk dir doch mal endlich etwas Klügeres aus. Sag doch, die gestern war deine Cousine und das da unten ist die Halbschwester deiner Großnichte oder die Stieftante deiner Schwägerin oder die Urenkelin deiner Hebamme oder was weiß ich. Warum die alle ununterbrochen abgeküsst werden müssen, weiß ich zwar auch nicht. Was gibt's denn da zu lachen?
Ich musste gerade daran denken, dass deine Tante im Begriff ist, dich mit meinem Onkel zu verheiraten. Oh, jetzt habe ich aber genug. Aber raus jetzt! Bitte. Auf der Stelle! Mein Bedarf an deiner Familie ist gedeckt. Ein für alle Mal! Mein Häschen scheint tatsächlich nicht da zu sein. Darf ich Ihnen etwas inzwischen anbieten? Mit einem kreisförmigen Schnitt wird die Kopfhaut abgelöst. Schon hält man den rauchenden Skalp. Oh. Oh. Erika! Mein armes Kind! Hat dir wehgetan? Aber Onkel, Herr Bernhardi hat uns doch nur das Skalpieren bei den Indianern vorgeführt. Wenn der Irrsinnige dich verletzt. Was ist denn los? Herr Professor, wie Sie da so sehen, ruhig zusehen. Ja, aber ich bitte Sie, Herr Klapprot, Herr Bernhardi ist doch nur ein passionierter Tiefseetaucher und Großwildjäger und er ist oft so liebenswürdig, uns in sehr anschaulicher Weise seine Reiseerlebnisse mitzuteilen. Sehr liebenswürdig, mein Herr, sehr liebenswürdig. Vielen Dank. Oh, nichts zu danken. Kommen Sie, trinken wir eins auf den Schreck. Wohnen Sie auch hier? Bis jetzt noch nicht, aber man kann nicht wissen. Ich kann Ihnen dieses Haus nur wärmstens empfehlen. Man ist hier vorzüglich aufgehoben. Freilich für einen Mann wie mich, der fast immer nur auf Reisen ist, eine Nacht im Luxushotel schläft, eine andere auf einem schwankenden Boot unter freiem Himmel, ein andermal wieder in einer schmierigen Karawanserei, da nimmt man es nicht so genau. Hochinteressant. Erzählen Sie nur weiter. Können Sie sich vorstellen, dass ich manchmal nachts aufwache und höre, wie mich der Urwald ruft? Donnerwetter! Das nenne ich ein feines Gehör. Wissen Sie, was das heißt? Ganz allein sein mit sich und der Wildnis, Auge in Auge mit einem Tiger? Hm. Oder 30 Meter unter dem Meeresspiegel, wenn plötzlich ein Hai auftaucht. Aber nichts als ein Messer in der Faust. Ja, das ist wundervoll. Oder wie neulich. Mitten in der Wüste. Ich stehe unter einer Palme und plötzlich spüre ich, ein Löwe steht hinter mir. Kaltblütig wie ich bin, rühre ich mich nicht. Da faucht es. Ich fühle den Atem der Bestie wie einen eisigen Hauch in meinem Nacken. Was glauben Sie, was ich da gemacht habe? Den Mantelkragen hochgeschlagen. Ich glaube, meine Erzählungen interessieren Sie nicht. Im Gegenteil, Sie glauben gar nicht, wie mich Ihre Schilderungen fesseln. Ja? Ah, das freut mich. Im Allgemeinen finde ich wenig Verständnis für meine Passionen. Wissen Sie, dass meine Familie mich glatt für verrückt erklärt? Oh, das ist unglaublich. Nicht wahr. Und was noch schlimmer ist, neuerdings rücken Sie kein Geld mehr heraus. Sie hätten sich diese idiotische Herumreiserei lange genug mit angesehen. Sagen Sie, idiotisch, ich bitte Sie. Na, diese Narren, man fasst es nicht. Ehrlich, ich bin in einer fatalen Lage. Ich weiß nicht, wie ich mein Hobby in Zukunft finanzieren soll. Also ich würde für so etwas mein ganzes Vermögen hingeben. Mansinge fallen mir! So einen Reisegefährten hat es mir schon lange gewünscht. Kommen Sie mit mir, wir fahren zusammen. Einverstanden? Natürlich, ich wollte schon immer mal zusammenfahren. Na, großartig. Da sprechen Sie vorläufig zu niemandem von unserem Projekt. Wo werde ich kein Wort? Auch zu Schöller nicht, der möchte seine Gäste am liebsten für ewig im Haus behalten. Ja, das kann ich verstehen. Hauptsache, wir beide sind uns einig. Ja. Ich heiße Fritz. Ich heiße Philipp. Philipp! Fritz! Komm! Ja, Philipp. Philipp. Mietwerte Gesellschaft, ich glaube, wir alle fühlen, dass nun ein Augenblick der Besinnlichkeit und Stille gekommen ist. Stindorf, erlauben Sie mir bitte, dass ich aus meinem Repertoire einige Neckerbissen deklamiere. Komm, das kenne ich, das wird furchtbar. Die Gnocke von Friedrich von Schinner. Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Gnocke werden. Frischgesellen seid zur Hand. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, sonders werd den Meister loben. Doch der Segen kommt von oben. Bist du denn verrückt geworden? Du vertreibst mir alle meine Gäste. Onkel, ich war so schön im Fnuss. Entweder schweigst du oder du hältst den Mund, aber auf deinem Zimmer. Bitte. Unglaublich. Unglaublich. Leer. Ich muss nachfüllen. Hier ist doch Cognac. Ach, ich hab doch oben mein Spezialwhisky, ein Geheimrezept. Ich bin gleich wieder da. Ein Geheimrezept? Ihr wollt mich nicht hören? Ihr wollt nicht, aber ihr sollt mich hören. Heute noch nacht ihr über mich, aber band werdet ihr meinen Namen in großen Lettern an allen Plakatsäulen lesen, ihr blöden Naffen. Guten Abend. Oh,
Entschuldigen Sie, mein Herr, dass ich mich in Ihrer Gegenwart hinreißen ließ, meiner empörten Sehne zu sehr die Zügen schießen zu nassen. Oh, bitte nassen Sie ruhig. Ich glaube, wir sind leider einander noch nicht vorgestellt worden. Eugen Rümpen. Philipp Klapproth. Ach, Sie sind Herr Philipp Klapproth? Klapproth. Ja, ich sag ja, Klapproth. Klapproth. Klapp mit L. Klapperti, 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 klapp. Ja, ich sage ja, knapperti, knapperti. Dieser widerliche Buchstabe N. Er fände mir so schrecklich schwer. Deshalb will mein Onkel, Herr Schöner, auch nicht, dass ich mich auf die Schauspinnerei vernege. Oh, das ist aber nicht lieb von Herrn Schöner. Als ob sich eine solch lächerliche, klitzekleine Kleinigkeit nicht überwinden ließe. Ich nasse nicht locker. Da haben Sie recht. Hat nicht Demosthenes, der einen ähnlichen Fehler hatte, Kiesensteine in den Mund genommen, ist am Meeresufer da, wo die Wennen am lautesten toben, entlang genaufen, um seine Stimme zu stähnen? Ach ja, der alte Demosthenes. Mir ist, als wär's gestern gewesen. Ich funge seinem Beispiel. Und wenn Kiesensteine nicht helfen, dann nehme ich Ziegensteine. Und wenn Ziegensteine nicht helfen, dann nehme ich Pflastersteine. Und wenn die nichts helfen, dann gehen Sie zum Theater. Jawohl. Außerdem ist der Sanopestin beim Theater und auf der Leinwand sehr modern. Hm. Bedenken Sie doch die neue Wenne. Geh in ein Kloster, Ophenia. Ist es Ihnen recht, wenn ich Ihnen einige Stellen aus meinen Glanzrunden vorspiele? Aber ich warte doch nur darauf. Blast! Blast! Oh, wären es die schwedischen Hörner! Ist Ihnen nicht gut? Ach, reißen Sie mich doch nicht aus meinen Illusionen! Oh, verzeihen Sie vielmals, bitte. Du bist blass, Luise. Und deine Limonade ist so matt wie deine Sehne. Caban und Niebe von Schinner. Ah, Schinner. Mhm. Bravo, 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 bravo. Danke Ihnen für Ihren liebenswürdigen Applaus. Vielleicht jetzt noch dieser herrliche Monolog aus Shakespeares Hamlet. Ach ja, bitte, da bin ich aber gespannt. Oh. Manze doch, dies anzufeste. Fleisch zerging und löst in einen Tau sich auf. Sie sehen schon, ich fasse diese Rolle ganz anders auf als Lorenz Olivier und meine anderen Kollegen. Also das muss Ihnen der Neid lassen. Sie sind ein Genie. Aber jetzt machen Sie ruhig allein weiter. Ich schaue nachher noch mal vorbei, ja? Kulturbanause. Pfui Teufel. Hello, Boss. Hello. Won't you hear me now? Ja. Wie? I am Perry Schulze. Ah, Schulze. Playing rock and roll. Rock and roll. Und? Sie verstehen mich nicht. Ich bin doch der, der Ihnen was pusten soll. Ach so. Zart, satt oder lieber heiß? Ja, heiß. Tommy, der Boss will was Heißes hören. Eins, zwei, drei, vier. Gestern ging ich Hand in Hand tschub, 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 tschibum, tschibum. Aus mit meinem Elefant tschub, 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 tschibum, tschibum. An der Ecke in die Bar tschub, 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 tschibum, tschibum. Wo ich oft schon früher war tschub, 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 tschibum. Yes, mein Jumbo, der tanzt wundervoll Cha, 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 English Waltz, Rock'n'Roll. Wie mein Jumbo durch den Nightclub schwebt und zierlich seine Füße hebt. Mein Jumbo, der tanzt wundervoll. Wundervoll. Wenn ein Tanz zu Ende war, tschub, 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 tschibum, tschibum. Ging mein Jumbo an die Bar. Tschub, 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 tschibum, tschibum. Goss sich einen unter'n Hut. Tschub, 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 tschibum, tschibum. Weil er das so gerne tut. Tschub, 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 tschibum. Yes, mein Jumbo, der tanzt wundervoll. Cha, 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 English Waltz, Rock'n'Roll. Wie mein Jumbo durch den Nightclub schwebt und zierlich seine Füße hebt. Mein Jumbo, der tanzt wundervoll. Wundervoll. Plötzlich, ja, man glaubt es kaum. Tschub, 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 tschibum, tschibum. Kam Sophia in den Raum. Tschub, tschub, tschub. Und dann tanzte sie wie toll. Tschub, 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 tschub. Nur mit Jumbo Rock'n'Roll. Tschub, 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 tschub.
Kommen Sie, gehen wir abseits. Das ist doch furchtbar. Man meint, man wäre in einem Irrenhaus. Wie? Nein. Hast du dir wehgetan? Ach, wieso konntest du mit diesem Verrückten überhaupt tanzen und du stehst daneben? Sie durfte doch nicht widersprechen. Ja, aber jetzt passt besser auf sie auf. Ja, gewiss doch, Onkel. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ich finde, die jungen Leute tanzen ausgezeichnet. So. Ja, ich sehe den Tanz nämlich psychologisch, wissen Sie. Ich blicke da tiefer. Ah, übrigens, gestatten, Philipp Klapproth. Ich heiße Hans Hannibal. Bitte. Lass Sie nicht sagen. Das ist natürlich mein Pseudonym. Ja. Gewiss haben Sie mein letztes Buch gelesen, Ein Herz in Flammen rollt dem Abgrund zu. Natürlich, abgründig. Schauen Sie mich denn so an? Sie haben so ein remarkabel, interessantes Profil. Finden Sie? Ja, Sie haben sicher viel erlebt, viel gelitten, viel gekämpft. Ja. Mein Leben ist eigentlich auch ein Roman. Erzählen Sie, was sind Sie für ein Landsmann? Ich bin Portugiese. Aha, Portugiese. Habe ich noch nicht gehabt. Weiter. Über meiner Geburt schwebt ein mystisches Dunkel. Das dachte ich mir. Wild und elternlos wuchs ich auf. Und eines schönen Tages sagte zu mir mein Vater... Der Vater, ich denke, Sie waren elternlos. Ich meine ja auch meinen Pflegevater. Der sagte zu mir mit Grabesstimme, Philippchen, forsche nie nach deinen Eltern. Das würde den Leuten sehr unangenehm sein. Aha, Lohengrin-Komplex. Genau. Sie hatten also eine freudlose Jugend. Oh. Hiebe und Schelte waren mein tägliches Brot. Der Makel der illegitimen Geburt lastete schwer auf ihnen. Ich mäkele heute noch daran herum. Aber plötzlich brach das wilde Blut durch. Hm. Der Knabe flieht. Sie sind geflohen. Natürlich floh ich. Wohin? Wohin flohte ich? Wohin, wenn ich das wüsste, wenn ich das noch wüsste? In ein Kloster. Was? Ja, halt, das habe ich verwechselt. Das war meine Schwester. Woher wussten Sie denn, dass es Ihre Schwester war? Ja, das hat sie mir gesagt. Aber Sie kannten doch Ihre Eltern gar nicht. Ach ja. Richtig. Das mit meiner Schwester, das ist überhaupt ein Kapitel für sich. Das erzähle ich Ihnen morgen. Aber nein, bleiben Sie heute. Heute muss ich das alles noch wissen. Also, neue Situation. Plötzliches Auftauchen der Schwester. Ja, wie Aphrodite, die Schaumgeborene, tauchte sie plötzlich auf. Und wissen Sie, wo ich sie fand? Als Lieblingstänzerin. Bei einem arabischen Ölscheich in seinem Harem, wo 184 Tänzerinnen tanzten. Sie war die 78. von links. Das wundert mich nicht. Wieso nicht? Weil mich nichts wundert. Ich blicke tiefer. Weiter. Von dort entführte sie einen fremden Legionär, nachdem sie ihm großzügig 4 bis 5 blühende Kinder geschenkt hatte. Unerhört, diese exotische Vitalität. Also, ich beginne die Geschichte so. Hafenviertel von Lissabon. Spelunke. Auf der Türschwelle steht ein blonder Knabe. Das bin ich. Nackt. Aha, mag sein. Nur mit einem kleinen Amulett bekleidet. Das ist nicht viel. Ach, wissen Sie, ich muss das alles erst noch verarbeiten, aber es gärt bereits in mir. Das ist am besten Natron. Was? Ich hole Ihnen welches. Ja. Also, Sie sind wirklich Peters Cousine? Ja, das bin ich. Und Sie waren es auch, die er gestern Abend geküsst hat? Ja. Aber Sie haben gar keinen Grund zur Eifersucht. Der Kuss war völlig harmlos. Peter und ich sind zusammen aufgewachsen. Der ist für mich wie ein großer Bruder. Ach, Erika, mir fällt ein Stein vom Herzen. Aber warum sehen Sie heute, wie soll ich sagen, so anders aus? Gestern waren Sie so elegant. Warum sind Sie das nicht immer? Zu Hause geht das leider nicht. Ich kann ja nicht im Abendkleid die Kühe melken. Dann würden Sie vor Schreck keine Milch geben. Tipptopp. Ihre Pension, muss ich sagen. So wohnen ja nicht einmal die meisten normalen Menschen. Ich meine, normalerweise die meisten Menschen. Das Haus muss eine Goldgrube sein. Nein, leider nein, Herr Klapproth. Das liegt natürlich daran, dass einige meiner Gäste nicht regelmäßig zahlen. Aber deswegen kann man sie ja nicht rausschmeißen. Natürlich nicht. Also wenn Sie jemals die Absicht haben sollten, sich eine solche, wie soll ich sagen, Pension zuzulegen, dann kann ich Ihnen nur den einen Rat geben, lassen Sie die Finger davon. Sie riskieren dabei Haus und Hof. Was Sie nicht sagen, das ist sehr aufschlussreich für mich. Ja, also dann werde ich Ihnen jetzt einmal meine Vögel zeigen. Was, Sie haben noch mehr? Ja, sehr seltene Exemplare sogar. Da drin, da habe ich ein... Kuru-Kuru-Weibchen aus Japan. Eine Japanerin? Ja, sogar eine echte. Also, Sie glauben gar nicht, wie die sich freut. Wenn sie mich sieht, dann macht sie solche Bewegungen. Hm.
Die Arme. Ja, und die Töne, die sie dabei ausstößt, das hört sich ungefähr so an. Kuru-kuru, kuru-kuru, kuru-kuru. Es gibt schon ein Elend auf der Welt. Ja, 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 es war auch sehr schwer, bis ich sie endlich so weit hatte, dass sie ein Ei legte. Ei, ei. Ja, 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 die machen das sehr selten, aber ich habe ihr zugeredet in der Kuru-Sprache und dann war das Ei da. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Professor, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und jetzt werden wir uns einmal das Mädchen ansehen, ja? Bitte. Was war denn die Gummi? Ich meine hier, hinter der Gummitür. Ja, 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 ja. Aber nein, Herr Klaffroth, sind Sie denn nicht interessiert an meinen Lieblingen? Kolossal, natürlich, Herr Professor, aber ach, bitte gehen Sie doch schon vor. Ich möchte nur schnell meinem Neffen ein Wort sagen. Gut. Oh. Peter! Ja, Onkel, was ist denn? Gott sei Dank, dass du da bist. Sag mal, der Professor, der hat wohl den größten Knall von allen. Das ist der gefährlichste hier. Er erzählt mir, dass seine Patienten Eier legen und will mich in seine Gummizelle locken. Ja, natürlich werben seine Patienten manchmal auf ihn ab, aber er ist völlig harmlos. Na, ich danke. Und das mit den 20.000 Mark, das schlagt dir aus dem Kopf, mein Junge. Was? So ein Irrenhaus ist das schlechteste Geschäft, das es gibt. Ach, wer sagt denn das? Der Professor selbst, der arbeitet dauernd mit Unterbilanz. Aber du kennst doch Geschäftsleute, Onkel, die über- oder untertreiben ja immer alles. Der Professor nicht. Kinder und Narren sprechen die Wahrheit und die 20.000 Mark bekommst du unter gar keinen Umständen. Ach, überleg dir's doch. Da gibt's gar nichts zu überlegen. Das ist das beste Geschäft des Jahres. Schluss! Komm, Tommy. Was ist denn entsetzlich? Sag mal, was jetzt ist bin denn? Ich vollkommen. Wie? Mein Onkel will mir die 20.000 Mark nicht geben. Und warum nicht? Weil der Professor dem Onkel erzählt hat, dass er bei der Pension andauernd Geld zusetzt. Ach, das stimmt ja nicht. Na, Tim, mach du das aber meinem Onkel mal begreiflich. Peter, kümmere du dich um die Kapelle und wir lassen uns inzwischen etwas einfallen. Ach, die Kapelle? Ja, da kümmere ich mich. Das ist gut. Ja, aber was? Es müsste jemand als Interessent auftreten, der dem Onkel den Kauf schmackhaft macht. Oh, du, eine tolle Idee. Tja, das könnte aber nur jemand sein, der eingeweiht ist. Und den der Onkel nicht kennt. Ja, ich weiß niemand. Aber ich. Michel! Eine kleine Probe meiner Kunst. Sie erinnern mich so an meinen kranken Partner. Gestatten Sie Zarini, der weltberühmteste Messerwerfer. Einmalig, ohne Konkurrenz. Sehr angenehm. Sagen Sie, haben Sie nicht Lust, für meinen Partner einzuspringen? Wenn es nicht anders geht, wo ist Ihr Partner denn? Im Krankenhaus. Ihm wird gerade ein Ohr wieder angenäht. Oh Himmel. Ich wusste, Sie würden nicht Nein sagen. Ja, ich werde mich hüten. Ich hole Ihnen sofort Fotos und Plakate meiner Nummer. Bis gleich. Oh, Verzeihung. Oh, bitte. Keine Sorge. Macht das gar nichts. Wir sind mit 100.000 Mark gegen Todesfall versichert. Da gratuliere ich. Sind Sie ja bald ein reicher Mann. Ja. Philipp! Fritz! Mein armer Philipp! Es kommt gar nicht in Frage, dass du mit diesem Wahnsinnigen arbeitest. Ja. Wenn du schon die Gefahr liebst, dann kommst du mit mir zu den Tigerhaien und Stachelkraken. Das ist viel besser. Wie du meinst. Und damit du siehst, wie ich dich schätze, schenke ich dir einen meiner zwei Geparden. Was? Ja, einen lebenden Gepard, den ich eigentlich für den Zoo gefangen habe. Du nimmst ihn doch an. Natürlich. So einer hat schon lange in meinem Haushalt gefehlt. Philipp! Hm? Philipp! Hm? So komm doch zu dir! Ja. Warte, jetzt hole ich dir den Gepard. Ja. Nein! 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 Bitte, bitte, bitte nicht. Thank you.
sehen. Oh, bitte, das macht was gar nichts. Neuzugang. Wie bitte? Ich meine, Sie sind neu hier. Ja, ich bin eben erst angekommen. Gestatten, Philipp Klapproth. Clementine von Weizenkeim. Oh, wie weit sind... Ich bin im Auftrag meiner Bank hier, um den Wert des Hauses zu taxieren. Ja. Ach, soll die Anstalt, ich meine, die Pension hier versteigert werden? Wollen Sie kaufen? Das ist das Beste, was Sie machen können. Wie? Aber wir haben genaueste Auskünfte eingeholt. Im Vertrauen, es ist die allerbeste Kapitalsanlage. Wir rechnen mit einer Rentabilität von 20%. Oh, 20%? Rechnen Sie ruhig mit 100. Sie halten mich wohl für verrückt. Wo werde ich? Wir sollten hier in diese seriöse Pension Verrückte kommen. Aber das ist doch keine Pension, das ist eine Irrenanstalt. Was Sie nicht sagen. Trotzdem würde ich Ihnen raten, diese Pension so schnell wie möglich zu kaufen. Hören Sie mal, ich bin nicht wahnsinnig. Ich meine, ich bin die einzige normale Person hier in diesem Hause, außer Ihnen selbstverständlich. Natürlich, natürlich. Das habe ich Ihnen gleich angesehen, als Sie hier hereingekommen sind. Also kaufen Sie, kaufen Sie. Ach, da kommt mein Neffe, Peter. Klapproth. Frau von Weizenkeim? Es freut mich. Peter, was sagst du? Peter! Ja? Die Dame will die Pension kaufen. Gnädige Frau, haben Sie eigentlich schon den Professor von Ihrem Vorhaben unterrichtet? Ach, das wird ihn sicher sehr interessieren. Peter, wärst du so nett und würdest die Dame zum Herrn Professor Schöller bringen? Ja, gerne. Komm. Da bist du denn wahnsinnig geworden. Das ist eine Idee von Fritzi. Ich sollte als Interessent deinen Onkel zum Kauf animieren. Und jetzt hat er mich auch für verrückt gehalten. Mir ist vielleicht heiß geworden. Oh, bist du dann Blödsinn? Wer schnarcht dort hinter mir? Wer schnarcht? Franz heißt die Kanaille. Ah, bravo. Sie wollen diesen Hans, den benennend Weißen, mit dem Bein durchschneiden. Oh, weihe du dem Nebensgott der Freude, was du dem Hasse blutig opfern willst. Die schöne Nocke, dieses seidene Haar, verfangen schon den finsteren Todesmächten, gebrauchst den Knaben ewig zu umflechten. Hör sie doch auf, ich bin doch kitzlig. Mortimer. Ah, bravo, bravo. Aber bitte, haben Sie vielleicht irgendetwas Lustiges? Etwas Lustiges? Auf keinen Fall. Ich bin doch kein Knauen. Was hätten Sie dann? Etwas Klassisches natürlich. Otello. Oh, ja, bitte. Das was Feines. In dieser Ronne bin ich natürlich dunkel angemahnt. Misch aus das nicht! Na, jetzt wird's düster. Sieh Schnee. Hast du zur Nacht gebetet, Desdemona? Ach, das habe ich ganz vergessen. Benötigen. Die Sache, Vince. Die Sache, Vince. Du niegst auf deinem Sterbenager. Oh, machen Sie keine Geschichten. Blut will ich sehen. Noch nicht tot? Noch nicht ganz tot? Ich bin zwar grausam, doch ich bin barmherzig. Nicht will ich dir verlängern, diese Qualen. Du heuchnerische Buhne, du! Das war Tänzgeschoss! Ich habe mein Häschen noch nicht gefunden. Was ist mir los? Das erste Kapitel ist fertig. Darf ich es Ihnen vorlesen? Nein! Entzücken! Nacht muss es sein, wo Frieden an Sterne strahlen. Wannenstein. Philipp! Oh, das war erstaunlich! Um Himmels Willen, Erika! Nichts wie raus! Nichts wie raus! Hier ist es ja lebensgefährlich. Onkel, hast du dir's überlegt jetzt? Jawohl! Ich reise ab! Philipp! Philipp! Wohin willst du? Hier, mein Präsident! Oh, oh, Erika! Erika! Findest du nicht, Erika? Seit ihr zurück seid, da ist der Onkel so merkwürdig verändert. Gar nicht mehr wiederzuerkennen. Ja, komisch. Als ob er einen Sprachfehler hätte. Ja, zu mir sagt er immer meine liebe Ulrike. Und als ich gestern etwas erkältet war und nicht so laut sprechen konnte,
Da sagte er, nimm Kiesenstein in den Mund. Das stähnt die Stimme. Und dazu lachte er immer ganz unmotiviert. Was bedeutet denn das schon wieder? Philipp, hör endlich auf. Ich halte das nicht aus. Ist dir ein Näuschen über die Nebe gelaufen, hm? Immer lustig, lustig, tralalala. Ja, sehr lustig. Und jetzt will ich die Zeitung lesen. Ja, aber hier ist sie doch. Wer schneicht hinter mir? Philipp. Blut, Blut will ich sehen. Ach. Komm, mein Kind. Entsetzlich. Ob ich mal den Arzt anrufe? Er hat sich bestimmt bei Peters Geisteskranken angesteckt. Ach, hätte ich es doch bloß niemals zugelassen. Was ist denn? Ein Geist. Mutti, kneif mich mal. Oh, fängt es denn bei dir auch schon an? Onkel, da kommt Besuch. Bitte trinken Sie mehr. Danke. Guten Tag, Herr Klapproth. Das ist aber eine Überraschung. Wieso sind Sie... Sie sind nicht mehr in der Pension Schiller. Oh, doch. Aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich muss unbedingt mit Ihrer Nichte sprechen. So, mit meiner Nichte? Ja. Herr Klapproth, ich glaube, ich muss Ihnen einiges erklären. Die Pension Schiller ist nämlich wirklich eine Pension. Ja, ja. Ja, und wir sind alle ganz normal. Mhm, und Herr Schiller ist auch kein Irrenarzt. Nein, nein, freilich, freilich. Das habe ich längst alles gewusst. Was, das haben Sie alles schon gewusst? Aber bitte gehen Sie mit mir in mein Zimmer, da können wir ungestört sprechen. Meine Schwester horcht nämlich gern. Da können wir dann plaudern, ja? Aber Herr Klapproth, Herr Klapproth, Sie irren sich. Das glaube ich kaum, mein Lieber. Aber lassen Sie mich doch erklären. Herr Klapproth. Sind Sie ruhig, das nützt Sie gar nicht. Fernand! Ruhe! Ach, nicht Sie, Fräulein. Bitte ein Blitzgespräch mit der Nummer. Klapproth. Jetzt habe ich die Nummer vergessen. Fräulein, ich habe die Nummer vergessen. Warten Sie am Apparat. Ich schaue im Telefonbuch nach. Lassen Sie mich Ihnen doch erklären, Herr Klapproth. Fräulein. Fräulein. Kaputt. Herr Klapproth, lassen Sie mich doch raus! Ein Telegramm. Was ist denn hier los? Onkel, wo ist denn der Herr geblieben, der eben hier war? Der ist da drin, den habe ich eingesperrt. Das ist ein verrückter Tänzer aus der Pension. Das ist gar nicht zum Lachen. Gib sofort das Telegramm auf, aber blitzartig. Ja. Professor Schiller, Kiesling entsprungen, Gefahr im Verzuge, sofort kommen, Groß Klapproth. Philipp, warum sitzt du denn da auf der Kommode? Weil es mir so bequem ist. Was willst du denn? Da ist noch ein Herr gekommen, der dich sprechen will. Noch ein Herr? Bitte sehr, mein Herr. Hallo, Philipp, alter Schwede, da bin ich. Allmächtiger Hagenbeck. Du stehst doch zu deinem Wort, oder? Natürlich, natürlich. Famos. Dann lass uns unsere Reise so bald als möglich beginnen. Hast du es schon deinen Angehörigen mitgeteilt? Ich fürchte, die werden mich nicht so ohne weiteres weglassen. Dann mach es doch einfach so, wie ich es mit Schöller gemacht habe. Einfach auf und davon. Der hat bis heute keine Ahnung, dass ich fort bin. Das ist mir vollkommen klar. Was machst du denn für ein komisches Gesicht? Hm? Freust du dich denn nicht auf unsere Reise? Wie ein Bräutigam auf die Hochzeit. Ich glaube, nur in diesem Jahr wird es nicht mehr gut gehen. Nein, nein, nein. Keine Ausflüchte. Sobald als möglich geht es los. Und wenn ich dich mit Gewalt wegschleppen müsste... Bitte nicht mit Gewalt! Stell dir vor, wir besteigen den Klipper. Und 48 Stunden später tauchen wir schon in die azurblauen Tiefen der Südsee. Und wenn du Glück hast, kannst du noch am selben Tag deinen ersten selbsterlegten Tintenfisch... zum Abendbrot essen. Mm. Mahlzeit. Ich kann gar nicht schwimmen. Das lernt sich schnell, wenn du erst ein paar Mal mit den Haien um dein Leben geschwommen bist. Du hast doch auch einen anständigen Revolver. Mhm. Tu das Ding weg! Ängstlich? Ach, das gewöhnst du dir bei mir schnell ab. Ich fackle nicht lange. In gewissen Augenblicken, da geht es bei mir einfach bang, bang. Einfach bang, bang, so ist es richtig.
Am besten ist, ich mache zuerst mal eine ungefähre Aufstellung der Kosten. Das ist eine glänzende Idee. Pass auf, komm hier herein, da bist du völlig ungestört und kannst in Ruhe rechnen. Bitte, lass dir nur Zeit. Lass dir nur Zeit. Ja, weißt du, da drüben zieht's. So was Dummes, so was Albernes. Gar nicht dran. Warten Sie nur, wenn der Onkel erst merkt, wie ihr ihn betrogen habt, was Sie dann für ein dummes Gesicht machen. Nur ein halb so dummes wie Sie, wenn er merkt, dass Sie alles gewusst haben. Um Gottes Willen, das darf er nie erfahren. Gut von mir aus, aber dann zahlen. Zahlen? Wie viel? Eine Mark? Hallo, Herr Klapphaus. Hilfe! Keine Angst, wir haben uns nur verlobt. Ja, Onkel. Verlobt? Nein, wie reizend. Der ist nämlich ganz normal. Ja, natürlich, natürlich. Aber erlauben Sie, dass ich vorher mit meiner Nichte noch ein paar Worte unter vier Augen spreche, wenn ich noch einmal kurz bitten darf. Oh, ein Glück, dass du auf alles eingegangen bist, sonst hätte der womöglich noch Gewalt angewendet bei dir. Ich schließe jetzt von außen die Läden, damit er nicht noch einmal ausrücken kann. Tu das, Onkel. Tommy? Na, ist er einverstanden? Nein, nicht ganz. Ich glaube, wir müssen ihm doch alles sagen. Na nun, da drin wird's ja auf einmal so dunkel. Das ist der Onkel. Ich wusste gar nicht, dass dein Onkel so viel Verständnis für junge Leute hat. Ich hab's mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Auch Portugiesin. Hm? Ich Portugiesin? Ja, ein Findelkind. Erlauben Sie mal. Na, also typisch falsches Schamgefühl. Wann werden Sie heiraten? Ja, wen soll ich denn heiraten? Ja, die fünf Väter Ihrer Kinder. Wen? Ich meine den Vater Ihrer fünf Kinder, den Fremdenlegionär. Fremdenlegionär? Ja. Liebwerteste Künstlerin, Sie haben uns gerade noch gefehlt. Oh, verehrtester Freund. Nein, die Überraschung. Und was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches? Wissen Sie, ich konnte es nicht mehr erwarten. Oh, wie originell, ein Thron. Ich muss die Geschichte zu Ende hören. Sollen Sie, meine Liebste, sollen Sie? Ja. Wollen Sie bitte einstweilen nur hier hineingehen? Ja, gerne. Hier sind wir ganz ungestört. Ja. Ja, ich komme gleich nach. Ich hole uns nur noch ein Schnäpschen. Köstlich! Ja. Jetzt schon wieder? Wo ist denn die Dame? Ein Herz in Flammen rollt dem Abgrund zu. Willst du mir nicht endlich mal erklären, was das alles bedeutet? Später, später. Schließ jetzt schleunigst im Parterre sämtliche Fensterläden zu. Vielleicht brauchen wir noch mehr Einzelzellen. Also das halte ich nicht mehr lange aus. Hilfe! Hilfe. Keine Angst, mein Lieber. Ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen, dass aus unserer Nummer leider nichts werden kann. Oh. Hoffentlich haben Sie sich nicht schon zu sehr gefreut. Oh, machen Sie sich da keine Sorgen. Mein Partner ist nämlich wieder gesund geworden. Ja. Sein Ohr ist wieder dran und hält sogar. Komm her, Kleiner. Das ist der Partner. Ja. Lieb. Mach dein Diener. Au. Oh, der ist ja wieder ganz in Ordnung. Ja. So, jetzt gehen wir wieder. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Darf ich die Herren zur Feier unseres Wiedersehens zu einem kühlen Trunk einladen? Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Ja, dann bitte folgen Sie mir. Ja, bitte, gern. Hier, in mein gemütliches Trinkstübchen. Ja, sehr gern. Hier geht es hinunter.
gehen Sie voraus und fangen Sie ruhig an. Ich komme gleich nach. Schwiegersohn in meine Arme. Schwiegersohn? Denken Sie, mein Häschen ist mit allem einverstanden. Sie ist noch draußen in meinem Gepäck, sie wird gleich hier sein. Bis nachher, Schwiegersohn. Du hast dich verlobt, sagt die Dame. Die kann doch sagen, was sie will. Wenn die wiederkommt, sperre ich sie in den Kohlenkeller. Philipp, hör mich an. Sei ganz ruhig. Ich rufe sofort den Arzt an. Verschwind! Entschuldigen Sie, ich wollte Herrn Philipp Knapproth sprechen. Ja, da ist er. Ach, sieh da, der edle Hamlet. Hamlet? Jetzt sind wir komplett. Was verschafft mir das Vergnügen? Liberte Othello. Othello? Othello, Sie schenem. Mein armer, armer Philipp. Lieber Herr Knapproth, ich komme mit einer herzlichen Bitte. Herr Schunze. Wer ist denn das? Der dunkelbenommene Jüngling, der in die Posaune bläst. Ach, der? Ja, der hat mir erzählt, dass Sie Neiter einer Schandpnattengesellschaft sind. Ja, ich lasse mich auch musikalisch ausbinden. Und da dachte ich, vielleicht könnten Sie mich einmal auf eine Schandpnatte trennen lassen. Machen Sie nicht natürlich keinen Schnager oder eine Schnunze. Nein, nein, nein. Eine schnichte klassische Arie. Neise fnehen meine Nieder. Wo tue ich denn den jetzt hin? Fehlt Ihnen etwas? Nein, nein, nein. Ich habe eine große Überraschung für Sie. Das wird Sie sehr freuen. Ihr Vormund, der Herr Professor Schöller, wird nämlich auch gleich hier sein. Herr Schöller, ach, um Himmels Willen, der darf mich keinesfalls hier benicken. Wo verstecke ich mich denn schnell? Besetzt! Besetzt! Auch besetzt! Alles besetzt. Wie entsetzlich. Aber bitte, hier wäre noch etwas. Oh, vielen Dank. Da ist ja ein Kneiderschrank. Das ist das Einzige, was frei ist. Aber es riecht fürchterlich nach Mottenpulver. Ja, dann kommen Ihnen wenigstens keine Motten ins Gehirn. Ja, Die Luft legt sich auf meine Lungenflügen. Ja, dann halt die Luft an. Ja. Ich harnte das nicht aus. Ein Glas Wasser, bitte. Ja, vielleicht noch ein Pilsner gefällig. Ja. Was machst du denn jetzt schon wieder? Guten Tag, Herr Professor Schöller. Bitte treten Sie näher. Das ist nett, dass Sie mich besuchen kommen. Bitte, bitte wollen Sie Platz nehmen? Nun, wie geht es Ihnen? Lieber, lieber Bruder. Wer hat denn da genießt? Das war im Schrank. Im Schrank? So, Herr Professor, jetzt sind wir ungestört. Jetzt können wir plaudern, solange wir wollen. Das wird Professor Schöller sein. Herr Professor, ach, du, der erste vernünftige Mensch, der heute hier auftaucht. Ja, habt ihr denn das nicht gemerkt? Euer ganzes Irrenhaus ist entsprungen. Alle sind hier bei mir. Was? Naja, ich habe bereits jeden Einzelnen eingesperrt und an Schöller telegrafiert. Das wird er jetzt sein. Ach du meine Güte. Ja, aber was haben Sie denn, gnädige Frau? Weswegen sind Sie denn so erregt? Herr Professor, ein Glück, dass Sie da sind. Wieso, was ist denn geschehen? Ich habe im ganzen Haus kein Zimmer mehr frei. In jedem sitzt einer. Wer sitzt? Einer von Ihren Vögeln. Sie haben doch... haben Sie mein Telegramm nicht bekommen? Nein, ich bin nur hierher gekommen, um Eugen zurückzuholen, den ich höre. Dieser Schlingel ist heimlich zu Ihnen gefahren. Der Schlingel? Ja. Alle sind hier. Das ganze Nest ist ausgeflogen. Und Sie wissen natürlich von nichts. Was soll ich denn wissen? Ja, wie wollen Sie denn die ganze Gesellschaft wieder zurücktransportieren? Glauben Sie vielleicht, Ihre Vögel fliegen von allein wieder nach Hause? Ja, ich bin doch kein Irrenarzt. Ich weiß schon nicht mehr, bin ich verrückt oder die anderen. Hier stimmt doch irgendetwas nicht. Erlauben Sie mal, ja? Bitte nicht Sie. Es wird mir jetzt Verschiedenes klar. Aber beruhigen Sie sich, liebe Frau. Das Nötige wird sofort hier sein. Krankenwärter und Zwangsjacke. Nicht für Sie. Für ihn natürlich. Kommen Sie. Kommen Sie. Hier ist mein Häschen. Meine Nichte. Das ist das Häschen? Ein süßes Häschen. Das erste Erfreuliche heute. Aber ich glaube, wir kennen uns doch schon, mein Häschen.
Ich glaube kaum, gnädige Frau, dass das die richtige Partie für mich ist. Aber für mich, Onkel, verzeih, wenn du sie nicht willst. Ich nehme sie mit Vergnügen. Oho, das ist aber schnell gegangen. Ihr habt euch doch erst einmal im Leben gesehen. Nein, Onkel. Wir kennen uns schon lange. Was denn hinter meinem Rücken? Ja, bitte sei mir nicht böse, Onkel, aber du hast uns leider zu einem furchtbaren Schwindel gezwungen. Was für ein Schwindel? Ja, du wolltest doch unbedingt meine Heilanstalt sehen. Ja, und? Also, so habe ich dich stattdessen in die Pension Scheller geführt. Was heißt stattdessen? Ja, die Pension Scheller, das ist gar keine Irrenanstalt. Was? Ja, alle Leute, die du hier eingesperrt hast, das sind vollkommen normale und friedliche Menschen. Hilfe! Luft! Luft, Clavigo! Hilfe! Mein Hilfe! Glück! Hilfe! Mir ist eine Fliege in den Hans geflogen. Hilfe! 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 Eine komische Trinkstübchen! Komm, wir gehen nach. Hör dich mal meinen Portokuten! Ist mir so etwas passiert? Nicht mal nochmal mein Vorlasshut! Das war aber ein trockener Wein, Gillo! Meine Herrschaften, bitte, bitte beruhigen Sie sich. Es ist alles meine Schuld, aber ich werde es Ihnen erklären. Ich habe mich inzwischen überzeugt, er ist vollkommen normal. Ja, das sehe ich. Da gibt der Onkel jetzt das Geld? Ach ja, bekomme ich die 20.000 Mark? Kein Pfennig bekommst du! Ja, ich bin doch nicht wahnsinnig! Bitte, meine Herren, da ist er! Ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Was wollen Sie denn von mir? Ich habe doch niemandem etwas getan! Er wollte mich ersticken. Herr Professor, helfen Sie mir doch! Bitte, bitte! Ich bin bereits dabei, Herr Knappbrot. Ruhe, meine Herren, ins Badezimmer, unter die Dusche. Nein! Peter, sag doch du endlich etwas! Nur wenn ich das Geld bekomme. Nein! Bitte. Ja, meinetwegen. Also, meine Herren, bitte lassen Sie ihn los. Mein Onkel ist völlig normal. Oh, das ist ja... Mensch, du Bengel, du! Wozu brauchst du denn das Geld überhaupt? Sie hatte grüne Augen, rote Haare und sie war von Joe die Braut. Sie war genau für mich die Frau, doch leider hat sie mich nur einmal angeschaut. Die grünen Augen und die roten Haare gingen mir nicht aus dem Sinn. Ich zog davon und wusste schon, der Blick der grünen Augen folgt mir, wo ich bin. Ich kam zurück nach vielen Jahren und diesmal war sie für mich frei. Schon lange hatte sie erfahren, ihr Joe war niemals treu. Sie hatte grüne Augen, rote Haare und sie wurde meine Braut. Sie war genau für mich die Frau und niemals hat sie einen anderen angeschaut. Die grünen Augen und die roten Haare lassen mich nie wieder fort. Ich bleib mit ihr für immer hier, denn nur wo sie lebt, ist für mich auch mein Zuhause. Ist mein Zuhause auf dieser Welt, wo sie mein Glück in ihren Händen hält. Nicht wertes Publikum, erlauben Sie ein anernetztes Wort. Schnur... Ende.